Hey, herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Instruktionsvideo zum Tesla Model 3 diesmal. Dieses Video soll sein für alle, die bei uns das Model 3 bei der Tesla-Vermietung mieten. Aber auch wenn du dich verirrt hast zu diesem Video, dass du einfach nur interessiert bist, wie das funktioniert, sei willkommen. Gut, legen wir gleich los. Gut. Im ersten Teil haben wir ja schon die Knöpfe angeschaut. Jetzt gehen wir noch auf alle Funktionen etwas mehr im Detail ein. Dieses linke Drehrad ist für laut und leiser. Du siehst es hier, kann man die Musik laut und leise schalten. Nach links kannst du den nächsten Sender, das ist dieser Audio, quasi der Audio-Button. Nach rechts das nächste Lied, links das vorige Lied. Und in der Mitte kannst du Play und Stop und Mute quasi machen. Nachher, wenn ich zur Musik komme, dann werden wir nochmals auf diesen Drehregler eingehen. Das rechte Drehrad kannst du die Geschwindigkeit regulieren. Wenn wir jetzt am Fahren sind, da blende ich dir nachher noch ein Video vom Fahren ein, dann wirst du sehen, beim Tempomat bzw. bei der Geschwindigkeitsregelung, einmal nach oben ist 1 km/h, dreimal nach oben beginnt in 5er Schritten zu springen. Nach rechts drücken siehst du hier Abstandhalter. Das sind nicht unbedingt Fahrzeuglängen, aber das sind wie so Einheiten. Also ich persönlich fahre immer auf der Autobahn auf 7. Allerdings natürlich auf deutschen Autobahnen hast du immer das Problem, dass jemand reinfährt. Aber gut, dafür ist der Abstand und die Sicherheit deutlich besser. So, nach rechts weniger, nach links mehr. Mit dem Drücken auf den Button kommst du in die Sprachführung vom Fahrzeug. Hier siehst du schon, er versucht jetzt meine Sprache zu erkennen und ein Kommando draus zu hören. Das wird natürlich jetzt nichts. Normalerweise geht man hin und bedient das Navigationssystem oder den Audio Player. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, in deinem Spotify-Account oder in dem Spotify-Account von Tesla alle Lieder entsprechend abzuspielen. Nimm dazu folgende Kommandos: entweder spiele und dann sagst du den Interpret und der Song oder navigiere nach. Wir navigieren mal nach Zürich in die Bahnhofstraße. Dazu einfach den Button. Navigiere nach Zürich, Bahnhofstraße 12. Sobald dieser Button in hellgrün erlischt, kannst du auch wieder weiterreden. Alles davor würde quasi jetzt von dem Fahrzeug versucht zu interpretieren. Gut. Also das war nun dieser Sprachregler. Wir brechen mal das Navigationssystem ab, da kommen wir nachher nochmal dazu. Dann gehen wir mal auf diesen Scheibenwischerknopf nochmals. Also wir haben ja schon gelernt, nach oben, nach unten ist der Blinker, aber jetzt mal noch genauer. Also wir blinken, nur kurz antippen, macht es dreimal blinken, richtig durchdrücken mit diesem Widerstand, dann blinkt er dauerhaft. Um den dauerhaften Blinker wieder rauszunehmen, entweder kurz nach unten tippen oder kurz nach oben tippen. Oder natürlich, wenn du entsprechend eine starke Kurve fährst, wird auch der Blinker automatisch rausgenommen. Dasselbe auch für die rechte Seite. So, und nun kommen wir zu diesem Scheibenwischer-Button. Der ist etwas ungewöhnlich. In normalen Fahrzeugen hat man hier noch einen Drehregler, aber bei Model 3 etwas speziell. Und zwar, wir bedienen den Scheibenwischer eigentlich am Display. Also wir starten entweder einmal nur den Scheibenwischer für gelegentliches Scheibenwischen. Mit länger drücken kommst du an Spritzwasser. Und zur Bedienung vom Scheibenwischer an sich bedienen wir auf dem Display. Und zwar, wir kommen jetzt gerade mal darüber. Du wirst auch sehen, ich mache das mal nochmal weg. Sobald ich den Button hier drücke, kommt dieses Display auch hoch. Hier steht momentan Scheibenwischer aus. Du kannst hier anklicken und hier einstellen, will ich einmal oder will ich schneller, will ich noch schneller oder noch schneller, wenn es viel regnet. Oder du machst einfach auf Auto, dann bekommt das Symbol hier einen kleinen runden
einen kleinen blauen Kreis. Dann weißt du, das Fahrzeug ist, der Scheibenwischer ist auf Auto gestellt und sobald es anfängt zu regnen oder Spritzwasser oder was auch immer, dann beginnt der Scheibenwischer einzusetzen. Man sieht auch hier steht das Scheibenwischer-Symbol, aber nicht in blau und es steht drunter Auto. Gut, das ist jetzt quasi die Erweiterungsfunktion zu diesem. Nun schauen wir uns noch im Detail den rechten Hebel an. Hier kannst du auf Rückwärtsgang schalten, indem du nach oben gehst. In der Mitte wäre neutral und D wie Drive. Unten siehst du ein kleines Symbol für den Tempomat und auch Autopilot. Also, um hier etwas zu machen, brauchst du, also wenn du normal nur bewegst, bekommst du einen Signalton, dass es nicht funktioniert hat. Das typische Tesla. Ja? Also, Bremse drücken und dann auf R gehen. Du bekommst die Bestätigung, indem du auf dem Display die Rückwärtskamera bekommst. Oder du gehst nach unten, dann haben wir das normale Drive. Es wird hier bestätigt im Display, das siehst du nachher noch, wenn wir das alle diese Schalter noch durchgehen. Und du hast auch die Möglichkeit, 2 Sekunden nach oben halten, wird es neutral. Ist sehr spannend, wenn du mal während dem Fahren auf neutral schalten magst, kannst du erkennen, wie wundervoll und wie mit wenig Widerstand das Fahrzeug rollt. Also wenn du im D-Modus bist und einfach den Mut hast, einfach mal für 2 Sekunden nach oben halten, dann rollt das Fahrzeug. Du siehst, hier ist er nach vorne gerollt. Ich gehe jetzt mal nochmals mit dem Rückwärtsgang wieder zurück an unsere Position. So, zum Stoppen drückst du einfach hier den Schalter nach innen und du spürst eine kleine Veränderung am Bremspedal, weil die Feststellbremse nun gegriffen hat. So, jetzt schauen wir uns mal noch den Tempomat an. Wenn du fährst, quasi im D-Modus und du drückst während dem Fahren sanft nach unten, einmal nach unten, dann beginnt der Tempomat, zweimal schnell nach unten beginnt der Lenkassistent. Dies hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Da wir nun hier keine Straßenbegrenzung haben, da blende ich dir aber nachher noch ein Video ein im Praxisteil. Also nochmal zum Wiederholen, nach oben zum Rückwärtsgang und etwas gut durchdrücken, also nicht nur leicht antippen, sondern gut durchdrücken, Rückwärtsgang, runterdrücken, parken. Ja, so viel zu diesem Schalter. Gehen wir weiter auf das Display. So, nun schauen wir das Display im Detail an. Wir haben hier die Bestätigung von Parken, Rückwärts, Neutral und Drive. Leuchtet hier. Das heißt, wenn ich jetzt auf Rückwärts gehe, auf Drive gehe, dann leuchtet das D. Auf Rückwärts der Rückwärtsgang oder im Neutralmodus das N. Oder P für Parken. Im Parkmodus wirst du im Fahrzeug bedienen können, sprich öffnen oder den Kofferraum öffnen oder die Ladeklappe öffnen. Wenn die Türe geöffnet wurde, zeigt es das auf dem Display auch an, beziehungsweise wenn du sie nicht ganz richtig geschlossen hast, zeigt es dir hier an, welche Türe geöffnet wurde. So, wenn wir geschlossen haben, ist das Fahrzeug auch geschlossen und hier zeigt es die Geschwindigkeit an, denn im rechten Bereich, wie viel Kilometer Reichweite du hast. Und oben siehst du, welche Lichtfunktion gerade aktiv ist. Wir haben hier den Lichtschalter. Gehen wir nochmal ganz kurz zu dem Lichtschalter zurück. Das habe ich vorher noch nicht erwähnt. Du kannst den Lichtschalter natürlich hier mit Vorlicht bedienen. Herziehen kannst du normale Lichthupe machen. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Display schauen, wenn ich herziehe, dann wird es blau. Das bedeutet, jetzt ist gerade das Vorlicht am Strahlen. Wenn ich nach vorne tippe, dann siehst du dasselbe Symbol, aber mit einem A. Aktuell, da es draußen hell ist, wird es nicht blau sein, da das Licht jetzt nicht an ist. Aber es hat ein A wie Automatik. Das bedeutet, Abenddämmerung einsetzt und du außerhalb geschlossenen Ortschaften bist oder dir auch kein Fahrzeug entgegenkommt, dann würde das Vorlicht jetzt automatisch sich einschalten. So, jetzt noch ein weiterer Punkt in der Praxis. Du siehst hier oben
etwas schlecht zu erkennen. Ich finde das sehr klein. Kannst du so ein bisschen gucken, wie du den Strom verbrauchst? Also ich gehe jetzt mal runter vom Tempomat. Also ich gehe auf die Bremse. Jetzt siehst du, der Balken geht nach links, ganz grün. Und jetzt gebe ich Gas, jetzt wird es schwarz. Das heißt, wenn ich runtergehe, rekuperiert das Auto gerade. Und wenn ich wieder Gas gebe, je mehr ich Gas gebe, umso mehr zieht der Strom oder rekuperiert der Strom. Nun haben wir hier noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die 80 steht hier. Aktuell dürfen wir hier über Land 80 km/h fahren, darum zeigt es das hier an. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück, wenn wir im Tempomat denn entsprechend uns schauen. Auf der linken Seite unterhalb vom Fahrzeug findest du die Rückfahrkamera. Kann man hier ein- und ausschalten, um einfach zu kontrollieren, bevor du rückwärtsgang einsetzt, kannst du schon mal beobachten, wer ist gerade hinter dir. Aber eigentlich ist diese Funktion nicht unbedingt nötig. Dann haben wir hier, kommen wir in den Ladebereich rein. Gucken wir uns gerade in dem Fall diese Lademöglichkeiten an. Du kannst hier den Ladeanschluss öffnen. Hier das Limit einstellen, da drückt man hier drauf und dann kann man hier sagen, wie viel möchte ich hier das Tageslimit haben oder ich möchte ganz füllen. Wenn du zum Beispiel am Supercharger bist und eine weite Reise vor dir hast, kannst du auch gern mal nach ganz oben schalten. Aber im Normalverbrauch, damit auch die Rekuperation funktioniert, schaltest du hier nur auf Trip. Wenn du fertig bist mit der Einstellung, hier bitte auf Fertig tippen. Unten kannst du einstellen, wie viel Ladestrom du maximal aus deiner Steckdose ziehen möchtest. Aber im Normalfall erkennt das System die anliegende Spannung automatisch. Das heißt, wenn dein Hausstrom dir 16 Ampere liefert, dann würde das Fahrzeug auch mit 16 Ampere laufen. Bringt er nur 3, wird es nur auch mit 3 Ampere laufen. Es kann sein, dass dein Haus 16 Ampere liefern könnte, aber du zum Beispiel sagst, ich will meine Leitungen nicht unbedingt beanspruchen, dann kannst du auf 8 Ampere oder auf 10 Ampere zum Beispiel runterregulieren. Hier kannst du einstellen, ob du zu einem gewissen Uhrzeit vielleicht den Nachtstrom nutzen magst. Und wenn Supercharging-Gebühren anfallen, wirst du das hier am Display erkennen können. Gut, schließen von der Funktion, entweder du drückst hier wieder auf diesen Blitz oder hast oben links diese Funktion, diese Möglichkeit hier. Wir können hier auch in dieselbe Funktion reinkommen. Wenn wir hier anklicken, geht automatisch die Ladeklappe auf, sowie das Display an. Nun siehst du hier an diesem Symbol, das war anders wie vorher, wenn dir das aufgefallen ist, dass wir hier jetzt noch zusätzlich ein Schlosssymbol haben. Du kannst hier, wenn das Typ-2-Kabel angeschlossen ist, hat es keine Entriegelung. Kannst du hier den Ladeanschluss wieder entriegeln, damit du das Kabel entnehmen kannst. Um die Ladeklappe zu schließen, gehst du einfach wieder hier auf den Button schließen. Also, gehen wir nochmal ganz kurz rein, weil es vielleicht doch ein bisschen schnell ging. Wenn du am Laden bist, wirst du hier nun dein Ladekabel anschließen und du wirst sehen, dass dieses Schloss auf geschlossen geht. Um das Kabel aber wieder zu entfernen vom Tesla Model 3, solltest du hier auf das Symbol drücken, damit du das Kabel entnehmen kannst. Und wenn du dann wieder im Fahrzeug sitzt, kannst du hier die Klappe wieder schließen und das Fahrzeug ist zur Abfahrt bereit. Gut, jetzt haben wir diesen Blitz und diesen Blitz. Und hier ist dasselbe wie der Button auf der rechten Seite am Lenkrad. Du kannst hier drauf drücken und Spracheingabe machen. Das wäre es zum Beispiel, wenn dein Beifahrer oder Beifahrerin eine Spracheingabe machen möchte, zum Beispiel einen Song heraussuchen oder das Navigationssystem umbenennen. Machen wir weiter mit der rechten Hälfte des Displays. Wir können hier das Fahrzeug von innen verriegeln. Wieder mit einem kleinen Signalton. Dann haben wir die Uhrzeit, die Temperatur, und ein Tesla-Tee. Wenn wir auf das Tesla-Tee mal gehen, dann findest du hier Informationen zum Fahrzeug. Wir können einfach hier das Display wieder nach oben fahren, dass wir die gesamte Information bekommen. Also wir haben hier die Information Model 3 Long Range Dual Motor.
das Fahrzeug abgebildet, die Kilometerzahl und die sogenannte VIN-Nummer. Die VIN-Nummer findest du auch vorne links, das ist so die Fahrgestellnummer quasi. Und wenn du von Tesla einen Support brauchst, wird diese Nummer die letzten 6 Stellen benötigt. Also hier jetzt in diesem Fahrzeug wäre es 217979. Und wenn du Informationen zum Fahrzeug benötigst, dann müsstest du diese Nummer angeben. Dann hier ist die Softwareversion. Man kann hier zu Informationen zu der Version Hinweise kommen. Wenn du hier draufklickst, kannst du erkennen, was sich beim letzten Update zum Beispiel verändert hat. Wir machen alle 1-2 Monate kommt aktuell ein Update und da werden wundervolle, nützliche Funktionen wieder aufgespielt. Das ist schon eine spannende Geschichte, dass sich ein Auto immer wieder updaten kann. Dann hier kommst du ins Benutzerhandbuch rein. Und wenn du Pannenhilfe benötigst, kannst du auch diese Nummer anrufen, beziehungsweise auch vorne rechts bei uns in der Scheibe drin. Gut, schauen wir mal, am Anfang kam ja so ein was Buntes noch hoch. Einfach nutze deine Informationen. Man kann hier zum Beispiel die Lagerfeuerfunktion machen. Da haben wir hier, du hörst es schon, ein Lagerfeuergeräusch. Dann kommt auch warme Luft heraus aus der Lüftungsanlage. Man hört es vielleicht. Und du kannst einfach hier den Sonnenuntergang etwas genießen oder die Sterne angucken bei einem kleinen Lagerfeuer. Du kommst raus aus dem Display, wenn du das anklickst. Es kommt auch noch Musik. Jawohl. Mit einem Doppelklick kommst du aus diesem Sondermenü wieder raus. Wir gehen nochmal kurz zurück in das Tesla-T. Es geht einen kleinen Moment und dann fährt es wieder runter. Und dann hat es noch so ein paar Gimmicks drin, die du einfach ein bisschen rumspielen kannst, aber bitte nicht während dem Fahren, sondern ausschließlich am Stehen. So einen kleinen Gimmicks zum Beispiel wie das Kissen. Wenn man hier ist zum Beispiel, dann haben wir das Furzkissen hinten rechts. Oder wenn es der Fahrer furzen soll, dann von hier. Okay, so kleine Gimmicks machen wir wieder zu und schauen wieder weiter in der Instruktion. Gut, wir haben oben rechts die Bediener, die haben wir ganz am Anfang schon mal gehabt. Du kannst hier dein Fahrerprofil auswählen und hier kommt man auch zum Fahrerprofil Einstellungen. Sprich, wenn du dir ein Profil selber gemacht hast, kannst du das hier wieder löschen. Dann das nächste Symbol wäre für den Garagenschalter, aber ich denke nicht, dass sich bei einer Miete es lohnt, deine Garagentor zu koppeln. Denn hier zeigt es an, ob WLAN-Empfang gerade da ist oder wie stark die SIM-Karte gerade Empfang hat. Vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Die Fahrzeuge braucht kein Internet von deiner Handykarte, sondern das Internet vom Fahrzeug, vom Navigationssystem und so weiter hat eine eigene SIM-Karte drin. Und als Fahrzeugbesitzer vielleicht die Information, entstehen auch keine Kosten. Dieses übernimmt alles Tesla. Auf der rechten Seite haben wir die Kopplungsmöglichkeit zu deinem Handy. Das heißt, du kannst hier dein Handy koppeln, um das Autotelefon zu nutzen. Und wenn du nach der Miete bitte wieder dein Profil löschen magst, kannst du auch hier rein. Dann kannst du hier zum Beispiel draufgehen und dieses Gerät löschen und bestätigen mit OK. Und auch dieses Gerät war von einem Mieter, löschen wir heraus. Bitte nicht unbedingt mein Gerät löschen, sonst muss ich es jedes Mal wieder koppeln. Also nur das Gerät, was du gekoppelt hast, am Schluss wieder löschen. Dankeschön. Gut, dann gehen wir weiter. Auf der rechten Seite sind alle Bedienelemente für das Navigationssystem. Da kommen wir gleich drauf. Und dann haben wir noch eine untere Leiste. Wir kommen hier ins Fahrzeugbedienung rein. Hier zur Musiksteuerung. Dann kommen wir hier rein in ein verschiedene Untermenüs, da gehen wir auch gleich rein. Denn hier kann man die Sitzheizung schnell Funktionen bedienen. Hier kommen wir in die Lüftungsanlage rein. Das gucken wir aber gleich nochmal alles durch. Hier findest du die Temperatur, Sitzheizung rechts, Scheibenheizung vorne und hinten und hier die Lautstärke für den Beifahrer zum Regeln. Gut, jetzt nochmal langsam von vorne und ausführlich. Gucken wir in die Fahrzeugsteuerung rein. Wir haben alles
in einem Menüleiste. Und auf der rechten Seite kann man hier noch meistens auch noch nach oben fahren. Hier jetzt bei Schnellzugriff nicht, da haben wir alles auf einem Display. Die Außenbeleuchtung kannst du hier ausschalten, wenn du zum Beispiel im Fahrzeug wartest und dem Nachbarn nicht unbedingt irgendwo in das Haus rein scheinen möchtest, dann kannst du hier die Außenbeleuchtung ausschalten. Dann kann man hier die Nebelscheinwerfer hinten und vorne einschalten, aber natürlich nur, wenn es entsprechend neblig ist, beziehungsweise einschalten kann man es überhaupt nur erst, wenn es dunkel ist, sprich wenn es die Automatik zulässt, dass überhaupt die Lichter jetzt brennen. Hier die Funktion kennst du schon von vorher. Spiegel und Lenkrad kann man hier einstellen. Hier kann man einstellen, ob man jetzt im Moment gerade einklappen mag. Und zum Beispiel könnte ich sagen, an diesem Ort immer einklappen. Dann würde jetzt immer, wenn ich an diese Position hierher zurückfahren würde, würde es die Spiegel einklappen. Das kann man zum Beispiel nutzen, wenn du in die Garage fährst. Da es zum Beispiel sehr eng ist, dann kannst du diese Funktion nutzen. Möchte ich wieder ausschalten, dann klicke ich hier einfach wieder auf das X und hier klappen wir die Spiegel wieder auf. So, hier kann man die Fensteröffnung sperren für die entsprechenden Hintersitze. Ich nehme das aber wieder raus. Und die Displayhelligkeit kannst du hier entsprechend einstellen. Aber im Normalfall haben wir immer auf Auto. Dann reguliert das sich anhand von der Helligkeit, von der Außenhelligkeit entsprechend. So, zweiter Menüpunkt, Leuchten. Dasselbe wie in dem Schnellzugriff. Nur zusätzlich kommt hier jetzt noch dazu Auto an und aus. Das heißt, ich kann die Deckenleuchten anschalten. Sieht man natürlich jetzt Helligkeit nicht so, aber ich glaube, es ist selbsterklärend. Ambientenleuchte, Beleuchtung bedeutet, es leuchtet unten am Sitz und an den Türeinstiegen. Schalt's einfach mal ein, das ist ein schöner Effekt, ich mag es sehr gerne. Wenn wir jetzt nach oben rollen, dann sehen wir hier noch den Upblend-Assistent. Das war dieses hier mit dieser Automatikfunktion. Ich schalte es mal ein. Dann haben wir eine A. Und wenn ich hier das ausschalten würde, verschwindet es, wird es quasi nicht Upblend-Assistent haben. Dann Scheinwerfer nach Ausstieg bedeutet, dass du ein Coming Home quasi hast. Also dir leuchtet es noch circa 30 Sekunden nach. Dann Lenkradbeleuchtung, dann sind die Knöpfe beleuchtet, kannst du ein- und ausschalten. Diese Drehregelung wie beim iPhone oder bei allgemeinen Smartphones. So, nächster Menüpunkt, die Verriegelung. Hier kann man verschiedene Karten noch dazu programmieren oder eben auch das Handy. Also zum Beispiel fahre ich persönlich nur mit dem Handy, mit Bluetooth-Verbindung, dann brauche ich die Keycard nicht. Also diese Keycard hier brauche ich nicht hier hinhalten. Man sieht jetzt, ist die aktiv. Also wenn ich jetzt hier hinhalte, sieht man, das ist jetzt die Karte Nummer 1. So, diese Funktion brauchst du eigentlich ja natürlich nicht, da du am Schlüssel bitte nicht machst. Hier kannst du nochmals wie beim Schnellzugriff die Fenster sperren oder die Kindersicherung einschalten. Dann kann man hier Entriegeln beim Parken verändern oder akustische Verriegelungsbestätigung, was wir aber im Normalfall nicht unbedingt wollen. So, dann Verschluss nach Entfernen. Das heißt, wenn du mit dem iPhone wegläufst, dann würde sich das Fahrzeug automatisch abschließen. Es funktioniert aber nicht mit der Keykarte. Wenn du die Keykarte beim Fahren hast, bei deiner Miete, dann solltest du genauso wie beim Öffnen auch wieder an den Türholm das Fahrzeug verriegeln. Also sprich, wenn du wegläufst, verriegelt sich das Fahrzeug nicht. So, Display. Im Display kannst du auf Nacht umschalten, dann hat es ein dunkles Display oder auf Tag. Oder du lässt es einfach auf Auto und hier Auto-Regelung, dann schaltet sich es bei Dämmerung, schaltet sich auf dunkles Display um. Dann kannst du hier den Display-Reinigungsmodus aktivieren, wenn du da drauf drückst. Kann es ja passieren durch das viele Bedienen, dass hier einfach sehr viel Spuren hat. Dann kannst du hier zum Beispiel mit einem Tuch, was ich zufällig jetzt hier noch habe vom Autoputzen, einfach schön über das Display fahren, ohne dass du irgendeine Funktion aus dem Navigation oder wie auch immer bedienst. Okay, hier nach dem Reinigen siehst du schon, es ist sehr schlecht wahrscheinlich zu erkennen, zum Beenden drücken und halten. Das heißt, du musst über 3 Sekunden diesen Button drücken und schon kommst du wieder zurück.
Hier kannst du die Sprache auswählen, das Regionsformat. Wenn du das Navigation umprogrammieren möchtest, dass es für dich zum Beispiel, weil du Spanisch gerade am Lernen bist, auf Spanisch haben magst, dann kannst du gerne auch hier das Navigationssystem auf Spanisch stellen. Ansonsten lassen wir es auf Deutsch. Das Zeitformat, selbsterklärend, hier Bar, Temperatur, Kilometer, kannst du alles hier entsprechend einstellen. Aber wir bitten dich, bei unserem Mietwagen einfach das mal auf Standardposition zu lassen. Gut, gehen wir weiter im nächsten Menüpunkt, Fahren. Du kannst hier die Beschleunigungsmöglichkeit umstellen. Standard hat recht ordentlich Beschleunigung, also es macht schon sehr Spaß, mit dem Model 3 zu fahren. Du kannst auch hier auf Lässig gehen. Lässig bedeutet, er hat einen etwas sanfteren Anzug. Wenn du also Gas gibst, es ruckt nicht entsprechend so. Ich schalte diese Funktion persönlich ein Lässig, wenn ich Autopilot fahre. Ich mache das deshalb, damit er nicht so stark abbremst und nicht so schnell Gas gibt. Vor allem, wenn ich im Stau bin, ist es sehr bewährt, auf Lässig zu fahren. Und wenn du Beifahrer hast, die entsprechend zur Übelkeit neigen, dann rate ich dir auch sehr, schalte hier die Beschleunigung auf Lässig. Lenkradmodus, Komfort, ist es ein sehr weiches Lenken, Standard oder Sport. Sport ist doch sehr straff. Ich lasse hier persönlich immer auf Standard, wobei er sich natürlich auch mit höherer Geschwindigkeit entsprechend auch anpasst. Das heißt, es wird straffer mit höherer Geschwindigkeit. Regeneratives Bremsen, der nächste Punkt, sehr wichtig. Wenn du auf niedrig schaltest, dann rekuperiert das Fahrzeug nicht so sehr. Das heißt, er rollt und rollt und rollt. Dann hast du natürlich auch kein Zurückgewinn der Energie. Darum lass es bitte auf Standard. Du wirst aber spüren, das Fahrzeug bremst nahezu ab, wenn du vom Gaspedal gehst. Das ist aber auch gewollt. Das heißt, wir bremsen nicht, wenn wir eine Ampel fahren, sondern wir gehen einfach schnell mit dem Fuß vom Gaspedal quasi weg. Und wenn du aber das Ganze langsamer möchtest, kannst du ja mit deinem Fuß das Gas regulieren. Somit bremst es nicht immer ab, wenn du direkt weggehst. Also das heißt, du solltest einfach dein Gas zurücknehmen, wenn du irgendwo auf einen Stau zum Beispiel aufläufst oder auf ein langsam fahrendes Fahrzeug. Wenn du schnell runtergehst, bremst er, und wenn du rübergehst auf das Bremspedal, bremst er natürlich richtig. So, dann kann man hier noch den Kriechmodus einstellen. Kriechmodus ist die Funktion, wie man sie typisch vom Automatik her kennt. Das Fahrzeug, wenn du das eingeschaltet hast, legt schon richtig los, wenn du vom Gaspedal gehst. Ich persönlich mag es gar nicht, darum ist es bei uns immer ausgeschalten. Und Schlupfstart kannst du einschalten, wenn es draußen zum Beispiel Schnee hat, sprich im Matsch oder im Sand, dann kann sich das Differential, schaltet sich dann nicht zu. Aber das ist auch entsprechende Sonderfunktion. So, hier haben wir kein weiteres Untermenü, hier kann man nicht rollen. So, gehen wir weiter auf den Autopilot. Hier kann man den Abstand regeln, genauso wie hier an dem Knopf. Du erinnerst dich, wenn ich den Knopf bewege, bewegt sich das hier. Sprich, du siehst, auch hier bewegt sich die Zahl, wenn ich hier das auch Plus und Minus möglich ist. Dann haben wir hier noch einen Lenkassistent für den Autopilot, oder das Herbeirufen kann ich hier deaktivieren. Man kann hier auch das Herbeirufen anpassen, also sprich, wenn er in die Garage fahren soll, vorne Abstand nur 20 cm. Ich kann hier bei Maximaldistanz Herbeirufen 12 Meter wegstehen, damit es funktioniert. Und man kann hier auf nahen Seitenabstand gehen. Wir lassen hier aber auf Standard und lassen das mal so, wie es eingestellt war, auf 50 cm. Da haben wir die meiste Sicherheit. Gut, dann eine sehr nützliche Funktion ist die Warnung, wenn über Limit. Wenn es auf Anzeige steht, wird diese 80, kommt nach oben und leuchtet dich quasi wie an, aber nicht sehr intensiv. Und wenn du auf Ton schaltest, dann, wenn du quasi in eine Geschwindigkeitslimit reinfährst, dann meldet es jetzt hier zum Beispiel, wird sich's melden bei 83 km/h. Das kann man hier verstellen, bis maximal 10 km/h. Und jetzt hier würde es zum Beispiel sagen, wenn du 4 km/h schneller fährst, dann bekommst du einen Signalton. Auf der Autobahn sehr sinnvoll.
Und man kann das auch absolut machen. Das heißt, immer über 80 oder immer zum Beispiel über 120 zum Beispiel kann man so einstellen, dass man immer, wenn man schneller fährt, wie die Geschwindigkeit. Aber im Normalfall haben wir relativ und mit Anzeige eingestellt. Und ebenfalls eine wichtige Funktion zur Sicherheit ist die Auffahrwarnung. Wir haben hier die Auffahrwarnung im Normalfall immer auf früh drin. Das bedeutet, wenn du auf ein Fahrzeug zu schnell auffährst, macht er einen sehr signifikanten Ton. So, jetzt möchte ich dir noch ganz kurz zeigen mit der Auffahrwarnung. Nicht, dass du mal erschrickst, wenn das Fahrzeug plötzlich einen Signalton gibt. Und zwar, ich fahre jetzt mal dicht auf das Auto auf mit einer hohen Geschwindigkeit. Achtung, sei mal gespannt. Das heißt, dieser Signalton und das Auto wird rot, oder vielmehr das Hindernis wird rot. Es gibt einen sehr harten Ton, und das passiert zum Beispiel, wenn dir ein Auto entgegenkommt und du gerade am Überholen bist, was ja sinnvoll wäre. Und je mehr du Abstand drin hast, umso früher passiert das. Ich mache das mal nochmal, jetzt fahre ich allerdings nicht zu schnell, weil ich bin jetzt in der Stadt. Das heißt, es war jetzt vorher schon sehr knapp. Wenn ich jetzt Gas gebe auf das Auto, ist es deutlich früher. Das heißt, versuche immer mit dem Abstandhalter 7 zu fahren, damit das Hindernis früher erkannt wird. Aber Achtung, das Signalton kann auch mal zum Beispiel Irritationen abgeben. Zum Beispiel, wenn du in einer 30er-Zone stehen, zum Beispiel auf der rechten Seite eine Verkehrsinsel oder ein parkendes Auto, dann meint das Fahrzeug, das wäre ein Hindernis. Ich weiß nicht so genau, wenn ich jetzt hier auf die parkenden Autos fahre, dann bin ich jetzt zu langsam leider. Es ist schwer zu reproduzieren. Also auf jeden Fall, wenn dieser Ton kommt, bedeutet das für dich volle Aufmerksamkeit, Hindernis, überholendes Auto, irgendwas vor dir, und bedeutet natürlich entsprechend recht schnell bremsen, reagieren, Aufmerksamkeit. Gut, das so viel von der Fahrpraxis. Gehen wir jetzt wieder weiter und gucken uns im Display am Stehen nochmal ein paar Sachen an. Dann hier kann man den Spurhalteassistent ausschalten, den Warnton für Totwinkel, also sprich, er erkennt, ob ein Fahrzeug links von dir ist, dann gibt er auch einen Warnton ab. Die automatische Notbremsung kannst du hier abschalten und die hinderungsabhängige Beschleunigung. Wir lassen das aber bitte alles eingeschalten. Dann gehen wir weiter auf Navigationssystem. Hier können wir, aktuell ist das Navigationssystem auf leise gestellt, und hier kann man Plus und Minus mit dem Drehregler entsprechend das Navigationssystem laut und leise schalten. Tripplaner, wir können hier quasi mit unserem App können wir eine Fahrt ans Auto übertragen. Das kannst du leider nicht nutzen. Genauso diese Funktion hier. Hier kann man noch einschalten, ob du Fähren vermeiden magst oder ob du Gebühren vermeiden magst. Ich lasse das beides mal aus. Beziehungsweise Fähre vermeiden ist vielleicht ganz angebracht. Wenn du eine Fähre aber haben möchtest, dann weißt du nun, müsstest du das hier ausschalten. Gut. Nächster Punkt ist die Sicherheit. Die Sicherheit könntest du einstellen, dass man das Fahrzeug ausschalten soll. Das macht zum Beispiel Sinn, Fahrzeug ausschalten, wenn du im Fahrzeug übernachten möchtest, dass keine Alarmanlage angeht und nichts vom Fahrzeug selber noch läuft. Du hörst hier noch ein leichtes Geräusch von Fahrzeugelektronik. Und wenn ich hier jetzt auf Ausschalten gehen würde, wäre das komplett aus. So, dann kann man hier allgemeine Tempobegrenzungen haben, wenn du zum Beispiel jemanden fahren lässt. Die Person soll aber nicht über 140 fahren dürfen. Dann kann man das hier einschalten und sollte das mit einem PIN belegen. Ich mache das mal. 1, 2, 3, 4 aktivieren. Dann kann man hier jetzt im Moment nicht mehr schneller als 140 fahren. Und die Person kann es auch nicht so leicht rausnehmen, weil man braucht den PIN. Bitte unterlass es, diese Funktion einzuschalten mit einem PIN, den ich nicht kenne. Und der nächste Mieter kann dann auch nur 140 fahren. Das wäre natürlich nicht so gut. Wir deaktivieren die Funktion. Aber grundsätzlich, wenn du das Fahrzeug später dann einfach deinen Kindern geben magst und oder jemand, wo vielleicht unter 25 ist oder nicht so schnell fahren soll und darf, kann man das hier reglementieren. Man kann hier den Airbag aus- und einschalten.
Du siehst auch, ob der Airbag eingeschalten ist, oben rechts. Und zwar vorher bei der Erklärung war dieses Symbol noch nicht da. Wenn das Fahrzeug aktiviert wurde, dann scheint hier das entsprechende Symbol. Und man kann hier auch mal ausschalten. Das heißt, ich muss es nochmal bestätigen, dass ich zum Beispiel den Kindersitz vorne angebracht habe und kein Airbag im Moment haben möchte. Und ich schließe das Display mal ganz kurz, um hier dir auch zu zeigen, wenn jetzt hier dran steht Passagier Airbag Off, kann ich hier anklicken, komme in das Menü rein und kann hier im Prinzip einfach hier den Airbag wieder normal einschalten. So, hier haben wir den Wächtermodus. Im Wächtermodus kannst du das Fahrzeug von innen überwachen lassen. Hier kommst du drauf. Es hat eine kleine Funktion, dass hier eine Überwachungskamera symbolisiert wird, wenn jemand sich dem Fahrzeug nähert. Einparkhilfe, Sicherheitsalarm und Kippen kann man hier entsprechend einstellen. Also sprich, ob es Fahrzeugalarm gibt, bitte hier nichts verstellen. Hier kann man auch einstellen, ob man zum Fahren einen PIN benötigt. Brauchst du aber nicht, wir haben das immer ausgeschalten. Dann kann man einstellen Kabinenüberhitzungsschutz. Sprich, bei über 40 Grad würde das Fahrzeug zum Beispiel automatisch die Klimaanlage einschalten. Um aber jetzt zum Beispiel Tiere im Auto zu schützen, gibt es noch eine weitere Funktion, die sogenannte Hundefunktion. So, hier könnte man noch den mobilen Zugriff ermöglichen oder schlüsselloses Fahren aktivieren. Es ist beides jeweils an. Wir bitten auch dich hier nichts zu verstellen. Dann im Service-Modus kann man noch ein paar Dinge einstellen, aber auch für dich nicht unbedingt relevant. Für dich nur der einzige Punkt ist hier Benutzerhandbuch. Hier, wenn du reingehst, kannst du ins Benutzerhandbuch gehen und alle Funktionen nochmal nachlesen. Wenn du zum Beispiel dich interessiert, wie das Fahrzeug mit dem Laden funktioniert, kannst du hier entsprechend reingehen. Oder Mobilkonnektor kannst du zum Beispiel da einfach, wenn du Lust hast, nimm dir Zeit und geh einfach mal das Benutzerhandbuch durch. Vielleicht noch eins zu den Servicepunkten. Bitte nicht diese Punkte drücken, denn ich will nicht unbedingt den Werkzustand. Es sind Einstellungen da, es sind die Schlüsselkarten verbunden. Also bitte unterlass es hier, den Werkzustand zu drücken. Hier in der Software, das haben wir vorher schon mal gesehen, das sind dieselben Informationen wie unter dem Tesla-T, kannst du in die Versionshinweise kommen, wenn du zum Beispiel nochmal nachlesen magst, was beim letzten Update kam. So, last but not least, kommst du hier ins Handschuhfach. Da geht das Handschuhfach auf. Du hast hier die Fahrzeugpapiere entsprechend drin und weitere Informationen zu Tesla. Eine Parkscheibe ist drin. Und die Versicherungsdokumente. Den Mietvertrag legen wir dir auch dort rein. So, wenn du angehalten wirst, hast du den Mietvertrag dabei. Ja, das war der erste Punkt vom Fahrzeug. Nun gehen wir zum Radio. Wenn du den Radio aktivierst, siehst du, es kommt hier entsprechend nach oben die Informationen, die Steuerungsmöglichkeit. Du kannst aber hier durch den Strich einfach angreifen und weiter nach oben ziehen. Hier jetzt im Spotify umschalten oder auf Radio, aufs Telefon, auf Tunnelradio, USB, kannst du hier auch noch bei Spotify die letzten Sender im Prinzip anhören oder bei den Favoriten gucken. Wenn du noch weiter hoch gehst, kommst in die Spotify-Bibliothek rein. Du kannst ausgewählte Playlisten auswählen, alle Neuerscheinungen angucken oder entsprechend nach typische Spotify-Möglichkeit nach Stimmungen, zum Beispiel deine Hörbücher, Latin, Romantik, entsprechend die Titel auswählen. Wenn ich das nochmal runterfahre, dann reicht es hier im Normalfall ganz gut aus, das Radio zu bedienen. Wir haben hier noch eine Möglichkeit, das Klangbild einzustellen. Ich liebe es mit Bässen,
Das ist ein klassischer Equalizer. Ich liebe es gerne mit vielen Bässen. Man kann hier die Balance einstellen. Wenn du zum Beispiel hinten jemand schläft, kann man die Balance nach vorne holen oder im Prinzip einfach im Zentrum lassen. Man kann hier Optionen noch wählen. Authentisches Klangbild kann man ausschalten, aber es ist sehr beeindruckend. Spiel da mal rum und versuch mal den Unterschied zu hören. Also es ist beeindruckend, wie das authentische Klangbild bei hoch entsprechend reguliert. So, gehen wir hier auf Klang zurück oder auf X zurück. Hier, wenn du auf Play drückst und es gerade aktuell nichts da ist, siehst du, bewegt sich das Display von einer Position auf die andere. Wir gehen hier mal hier rüber, kommen wir in diese Bedienung von den einzelnen, von dem Hörbuch oder von diesem Album. Da können wir da zum Beispiel anklicken und jetzt würde die Musik entsprechend loslegen. Ja? Hier auf Pause. Ich kann es ganz runterfahren und ganz ausblenden lassen. So, dritter Punkt. Menü. Man kann in den Kalender reinkommen. Da es jetzt mit meinem Telefon verbunden ist, wäre hier mein Kalender. Das würde bei dir nicht funktionieren, da du dein Handy nicht synchronisiert hast. Man kommt in die Energie rein. Hier ist ein sehr interessanter Punkt. Also nochmals, dieser Button nach oben, Energie. Hier kannst du erkennen, wie viel du verbrauchst. Das heißt, die letzten 7 Kilometer, wir sind hier jetzt einen kleinen Berg hochgefahren, erkennst du sehr stark, dass es viel Energie gebraucht hat. Also 500 Wattstunden ungefähr pro Kilometer. Und hier kann man noch umschalten, die letzten 10 Kilometer, die letzten 25, die letzten 50 Kilometer. Man kann gucken, aktuelle Weite oder der Durchschnitt. Oder man kann hier auf Trip. Das heißt, es funktioniert aber nur, wenn das Navigationssystem eingeschaltet ist, um zu sehen, wie dein Verbrauch über den Trip hinweg sein wird. Jetzt kommen wir, also hier die Sitzheizung hatten wir ja schon, einfach anklicken. Du siehst 3 Striche, nochmal anklicken, 2, 1, aus. So, hier die Lüftung. Auch ein spezieller Punkt, die Lüftung. Wir können hier die Lüftungsregulation machen. Lüftergeschwindigkeit. Wir fahren das jetzt mal runter, damit du mich auch besser verstehst. Hier kannst du die Klimaanlage ein- und ausschalten, beziehungsweise es ist eine intelligente Klimaanlage, sie reguliert entsprechend. So, hier kannst du das Ganze generell aus- und einschalten. Dann geht es aus, aber sobald du hier draufklickst, geht es wieder an. Dann kann man hier nach oben lüften, nach unten und in die Mitte. Und immer mindestens 1 muss aktiviert sein. Lassen wir im Moment mal die Mitte an, dass ich dir noch die weitere Funktion zeigen kann. Sehr speziell hier. Du siehst, es ist jetzt animiert. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Man kann jetzt die Beifahrerseite zum Beispiel separat, dann strahlt es so rüber. Man kann zum Beispiel hier auch wechseln oder nach oben wechseln, dann kommt der Luftstrom nach oben oder entsprechend eher zur Bauchhöhe. Genauso, wie kannst du das hier machen? Quasi wie dreidimensional einfach regulieren. Dann kann man hier die Innenraumzirkulation einschalten oder ausschalten. Vor allem wichtig, wenn du zum Beispiel in einen Tunnel fährst, dann würde ich dir empfehlen, auf die Innenraumregulation zu gehen. Und hier kann man auch die Lüftungsanlage nach hinten zu den Beifahrern entsprechend gehen oder lassen. Ja? Dann siehst du hier, das ist der obere Bereich und jetzt gibt es noch einen unteren Bereich. Da kannst du die Sitzheizung regulieren. Also wir können hier die vordere Sitze beziehungsweise alle Sitze regulieren, wo jemand sitzt, oder sagen alle aus über diesen Schalter. Gut, dann gehen wir wieder hier zurück oder wir gehen hier den Button nochmal drücken, dann fährt sich das Display auch wieder runter. Kann man hier auch die Temperatur noch regulieren oder du drückst einfach nach links oder nach rechts die Temperatur. Sync bedeutet links und rechts gleich. Jetzt kann ich als Fahrer die Temperatur anders regulieren wie mein Beifahrer, meine Beifahrerin. Und wenn ich da anklicke, kann ich hier wieder Sync drücken. Dann geht die Temperatur, die ich gerade hatte, auf beide Seiten. Gut, wenn man hier auf Auto schaltet, verschwindet auch hier dieses Manuell.
und ich habe eine automatische Regulation. Ich mache nochmal Vergleich. Auto und manuell ändert hier entsprechend ab. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eben die Klimaanlage angeschalten zu lassen, wenn du aus dem Auto steigst. Wenn du zum Beispiel in der Sonne hier stehst und vielleicht eine Viertelstunde kurz jemand abholen magst, kannst du hier die Klimaanlage eingeschalten lassen. Dann bleibt es entsprechend wohltemperiert im Fahrzeug. So, ich mag jetzt die Klimaanlage wieder ausschalten. So. Es ist wieder aus, man sieht das Display oder die Zahl wurde etwas ausgegrauter und jetzt ist er gerade ausgeschalten. Hier entsprechend nach vorne oder nach Scheibenheizung hinten kann ich entsprechend ein- oder ausschalten. Und jetzt haben wir natürlich die Klimaanlage dadurch wieder eingeschalten. Wir gehen wieder rein und schalten die Heizung bzw. Klimaanlage wieder aus. Last but not least, auf der rechten Seite können wir hier nochmals zeigen, die Lautstärke zu verstellen. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt, das Navigationssystem. Wir kommen in das Navigationssystem entweder hier rein oder über die Sprache. Über das Navigationssystem können wir hier eintippen, zum Beispiel auch Objekte, zum Beispiel Sentis Park, Rutschwelt. Dann können wir da reingehen. Und Hotels, Lokalitäten, alles entsprechend würde er hier auch finden. Das ist ein ganz normales Google-System. Jetzt ist es wichtig noch zu wissen, er geht immer auf diesen Modus, auf diesen Zoom-Modus zurück, damit du auch weißt, wo die nächste Straße ist. Wenn du jetzt zum Beispiel wieder die Gesamtübersicht haben magst, dann solltest du hier einmal die im oberen Bereich einfach drücken. Dann bekommst du immer wieder die Gesamtübersicht inklusive einer Liste, wo du, wann du abbiegen möchtest. Das ist sehr wichtig, wenn du deine Fahrt planst. Hier siehst du dein Ziel, wirst du ankommen mit 81%. Wenn du jetzt von hier dorthin fährst und wieder zurück, wirst du mit 77% wieder zurückkommen. Das ist sehr wichtig für die Ladeplanung. 14 Kilometer, 24 Minuten, um 9.50 Uhr werden wir dort sein. Wir können hier in das Einstellmenü reingehen. Dann siehst du dasselbe Menü, wie wir vorher hatten im Automenü. Kommen wir hier rein in die Lautstärke verstellen oder entsprechend in die sonstige Dinge. Zum Beispiel, wenn du jetzt doch eine Fähre vermeiden magst oder nicht mehr vermeiden magst. Da können wir wieder rausgehen. Und jetzt vielleicht noch ein Punkt. Also wir können jetzt hier, wenn wir ganz oben sind, wieder den oberen Punkt drücken. Dann zoomt es zurück. Dasselbe findest du hier drüber, wenn du hier reingehst. Aktuell ist es eingestellt auf Fahrrichtung. Du kannst auch hier einmal schalten, dann zeigt es den Trip an, die gesamte Reichweite. Oder der dritte Punkt wäre Nordenausrichtung. Viele lieben da, dass das Navigationssystem immer Richtung Norden anzeigt. Und entsprechend müsstest du natürlich umdenken. Ich persönlich fahre am liebsten auf Fahrtrichtung, weil dann weiß ich, ob das jetzt links oder rechts fahren ist. Du kannst hier mit der Plus- und Minus-Taste kannst du noch genauer herzoomen oder mit den Fingern. Zoomst einfach so runter und kannst hier zum Beispiel sagen, okay, wo muss ich denn jetzt da genau durch? Aha, okay, ich sehe hier, will ich lang. Dann kann man im unteren Bereich umschalten mit dem Globus auf die andere Anzeige. Ich persönlich mag es aber lieber mit der Straßenanzeige. Denn hier die Ampel bedeutet Verkehr. Sprich, wenn wir ausgeschaltet haben, du siehst, hier gibt es keine roten oder sonstigen Striche. Wenn wir hier einschalten, zeigt es dir an, wo gerade wie gerade die Stausituation ist. Wir gucken mal nach Zürich. Gehen wir mal rein, was gerade in Zürich so los ist an diesem Samstag. Es geht immer einen kleinen Moment. Dann würde er dir die Verkehrssituation, das sieht sehr entspannt aus, hat ein paar gelbe, das kann eine zum Beispiel hier eine Baustelle sein oder ein stockender Verkehr. Und rot, ich sehe jetzt nur hier, da, ja genau, da ist was etwas rot, da hätte jetzt zum Beispiel einen kurzen Stau. Und so kannst du auch deine Fahrt ein bisschen vorausplanen. Wenn du jetzt also guckst und sagst, okay, ich will jetzt zum Beispiel entweder nach Zürich, beziehungsweise ich will nach Bern fahren oder wo auch immer du hinfährst, kannst du planen, ob da jetzt viel Stau sind.
Was man nicht machen kann mit dem Navigationssystem, zu sagen, ich will fahren über, also kein Zwischenziel einreichen. Wenn du jetzt sagen möchtest, ich will zum Beispiel, das Navigationssystem würde mich jetzt über Schaffhausen zum Beispiel nach Balingen bringen und ich will aber über Konstanz fahren, dann solltest du einen kleinen Zwischentrick anwenden. Einfach, dass du hier diesen Punkt anklickst mit dem Finger, dann zeigt es dir an, zum Beispiel einfach die Straße, dann sagst du navigieren. Dann navigierst du zuerst dorthin und wenn du dann auf dem halben Weg bist, dann solltest du wieder weiter planen und dein Endziel entsprechend eingeben. Du siehst, es geht immer relativ zügig wieder zurück auf das Zoom. Darum einfach zum Planen einfach mal hier anklicken, dann hast du den gesamten Trip. So, und jetzt vielleicht noch wichtig, Ladestationen. Du siehst hier, wir haben jetzt aktuell 404 Kilometer Reichweite. Alles, was jetzt rot leuchtend ist, bekommst du mit einer Ladestation, kannst du erreichen. Alles, was drüber hinausgeht, würde mit dieser Ladung jetzt nicht mehr reichen. Das heißt, du solltest einer von diesen Superchargern anfahren. Also man sieht schon, es sind jede Menge Ladestationen um uns herum. Wenn du eine längere Strecke fährst, ich mache hier zum Beispiel mal abbrechen und möchte jetzt zum Beispiel mal nach Düsseldorf fahren. Es ist schon also eine Herausforderung, lange Strecken mit dem Tesla zu fahren, muss man schon sagen. Aber es ist durchaus möglich, eigentlich überall hinzukommen. Er berechnet jetzt nicht nur die Strecke nach Düsseldorf, sondern auch, wo muss ich fahren, damit ich idealerweise überall die Ladestationen bekomme. Ich war zum Beispiel letzte Woche in Düsseldorf. Ich zeige dir das mal. Da musste ich hier laden, nach Düsseldorf fahren und musste natürlich so viel einplanen, dass ich auch wieder zurückkomme. Sehr wichtig. Ja, also musst schon gut vorplanen und denken. Jetzt warten wir das mal ab, bis er diese Route geplant hat mit den Superchargern. Du siehst hier Supercharger geplant. Also er zeigt dir jetzt nicht die Gesamtstrecke an, weil die Gesamtstrecke natürlich nicht erreichbar wäre. Er zeigt es nur nach Mannheim. Das sagt er jetzt zum Beispiel hier, Hirschberg, sollten wir jetzt zwischenladen. Und zwar dort würden wir 50 Minuten stehen. Macht aber nicht so arg viel Sinn, bis dorthin zu fahren. Dann komme ich nämlich nur mit 5% an. Man sieht jetzt hier die Gesamtstrecke. Der Rest zeigt er an mit ausgegraut. Da zeigt er deine Gesamtstrecke an und würde jetzt aber dazwischen planen. Und jetzt hast du eine Möglichkeit, wenn du hier auf diesen Pfeil hier klickst, dann würde er dir sämtliche Ladestationen anzeigen. Und die Ladestationen kannst du jetzt zwischen auswählen, indem du hier klickst, zum Beispiel wenn du sagst, okay, ich will zwischenladen in Stuttgart, dann klickst du hier an, dann siehst du Leonberg, Germany. Dann die Straße und hier, ganz wichtig, 8 von 8 Ladeplätzen verfügbar. Ja, kann man gut erkennen, wenn ich da mal rausgehe, jetzt zum Beispiel hier an dieser Ladestation sind 4 von 6 belegt, hier sind 3 von 6 belegt und hier 1 von 12 belegt. Also da solltest du vielleicht auch ein bisschen gucken, wenn du kurz vor der Ladestation bist und überlegst, lade ich jetzt in Stuttgart oder lade ich hier, dann ladest du natürlich dort, wo weniger Plätze sind. Dann an dieser Stelle bitte den Hinweis, wenn du an einem Supercharger lädst, dann bitte achte darauf, dass du nicht über die Blockiergebühr hinaus, also quasi, wenn das Fahrzeug vollgeladen ist, dann fallen Blockiergebühren an. Also bitte also nicht über den Zeitraum, wenn das Auto vollgeladen hat und anzeigt, Auto ist vollgeladen, bitte nicht dann beim Kaffee noch bleiben, sondern es sind schon, es fallen 80 Cent pro Minute entsprechend Gebühren an. So. Also jetzt würden wir zum Beispiel sagen, wir wollen in Stuttgart zwischenladen. Dann kannst du hier anklicken und sagen navigieren. Und dann geht er jetzt direkt nach Stuttgart. Du verlierst dadurch den Gesamtüberblick nach Düsseldorf. Aber du kannst dir dann wiederum in Stuttgart sagen, ich gebe dann wieder Düsseldorf entsprechend ein. So, das war jetzt mal zum Navigationssystem. Wir brechen hier, können wir wieder abbrechen und hier kannst du auch schon mal ohne irgendwas auch deine Ladestation suchen. Wir geben hier nochmal Ladestation ein. Hier hat es Destination Charger. Es gibt mittlerweile sehr viele Ladestationen, die du am besten über die App
über verschiedene Apps einfach herausfindest. Ich komme meistens gut klar, wenn ich entweder am Hotel lade oder bei den Vielzahl von Superchargern. Die Destination Charger sind nicht unbedingt zur freien Verfügung, lediglich wenn du zum Beispiel jetzt hierher gehst, gehen wir auf irgendeinen mal drauf. Das ist Hotel Café Adler Appenzell. Die haben eine Ladestation bis 22 kW. Das heißt, wenn du dort einen Kaffee trinkst, kannst du auch in der Zwischenzeit kurz entsprechend laden. So, nun hoffe ich, dass es dir etwas leichter fällt, mit dem Fahrzeug umzugehen. Und jetzt fällt mir noch auf, dass ich vielleicht das ein oder andere noch im Innenraum dir zeigen möchte. So, nun zeige ich dir noch ganz kurz zurechtkommen im Innenraum. Du hast hier eine kleine Möglichkeit, etwas hier reinzugeben. Hier ist der 12-Volt-Anschluss, falls du das brauchst für irgendein Gerät. Hier kannst du was reinlegen, den hier schließen. Dann hast du hier den Flaschenhalter. Dann ein kleiner Drück hier rein, lässt die Klappe öffnen. Hier kannst du große Dinge einfach, eine Flasche zum Beispiel oder auch deine Handtasche zum Beispiel reinlegen. So, und jetzt noch wichtig, hier drücken, kommst du zu deinem Handy entsprechend Ladestation. Hier, ich habe natürlich jetzt gerade mein Handy am Filmen. Hier könntest du Lightning und USB-C, also zwei Handys passen nebenan, könntest du laden. Solltest du was anderes einstecken möchten, so wie zum Beispiel hier hat jemand den Stick vergessen, könntest du vom USB-Stick Radio hören bzw. MP3s hören und das kannst du hier über diese USB-Schnittstellen machen. Ich stecke jetzt hier wieder die Ladekabel ein, schließe das her, du legst hier dein Handy her. Ich persönlich lege meine Fahrkarte immer hier her, mein Key und kann hier schließen. Spannend, wenn du das zu stark zudrückst, geht es natürlich immer wieder auf. Und das Fahrzeug zeigt auch an, Abdeckung der Mittelkonsole langsam schließen. Das heißt, es hat erkannt, du wirst es eigentlich schließen, sanft zumachen und dann bleibt es geschlossen. So, nun möchte ich dir noch kurz zeigen, wie du in den Kofferraum kommst, in den hinteren und in den vorderen. Beginnen wir mit dem hinteren. Hier ganz normal, wie an jedem Fahrzeug, einfach unten öffnen. Und hier hast du noch zusätzlich eine tiefe Ladeklappe. Da mache ich persönlich immer Dinge rein, die nicht so fallen sollten. Model 3 hat keinen automatischen Verschluss, das heißt, du musst manuell schließen. Hier möchte ich dir gerade noch kurz zeigen, die Rückfahrkamera, die ist hier drin verbaut, dass wenn du rückwärts fährst, dass hier alles angezeigt wird. Gut, hier möchte ich dir noch kurz zeigen, hier kannst du die Sitze auch umklappen. Ich zeige dir das kurz. Hier kannst du die Sitze umklappen und entsprechend komplett durchladen. Hier hast du auch noch Verschlüsse für den Kindersitz, Verankerungen und entsprechend Isofix. So, nun gehen wir an den vorderen Kofferraum, den sogenannten Frunk. Hierzu kennst du es vielleicht noch aus dem Display. Solltest du hier einfach beim vorderen Auto hier auf Öffnen klicken und dann springt die vordere Klappe auf. Der vordere Kofferraum hat nochmal Staumöglichkeiten, da findest du die Ladekabel. Hier das Ladekabel für den Hausanschluss oder Campingplatz zum Beispiel, das wäre für den Hausanschluss. Dieses Kabel hier einfach nur entsprechend hier rein und schon kannst du dein Fahrzeug laden. Das ist übrigens derselbe Anschlussprinzip wie der Supercharger. Hier auf den Knopf drücken und schon geht die Ladeklappe auf. Und hier haben wir das Typ 2 Kabel. Das Typ 2 Kabel kannst du hier an der Ladestation einstecken und hier direkt ans Fahrzeug. Für deine Ladestation zum Beispiel am Hotel oder für unterwegs. Haben wir entsprechend hier drin.
Und beim Schließen bitte, wir haben ja hier den Verschluss, einfach sanft mit zwei Händen hier einfach entsprechend runterdrücken. Jetzt gehen wir noch zur Ladeklappe, dann zeige ich dir die noch. Einfach unterhalb hier einfach draufdrücken und schon geht der Ladeanschluss auf. Wenn du die Ladeklappe schließen magst, einfach ein leichter Druck von außen einfach so zudrücken. Geschlossen haben wir unsere Ladeklappe, aber jetzt müssen wir noch das Auto abschließen vielleicht. Das auch wie beim Öffnen. Einfach die Karte hier herhalten, der Spiegel geht zu. Und das war's eigentlich. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Fahren durch unsere wunderschöne Natur, ökologisch, bewusst und klar, rein auf Strombasis, mit viel Power, für viel Freude für dich und deine Familie.